Seit dem 1. Mai und damit seit ungefähr 14 Tagen hat Borussia Dortmund einen neuen Geschäftsführer Sport. Lars Ricken ist da ernannt worden und folgt in dieser Aufgabe Hans-Joachim Watzke, dem Clubchef. Und heute war es jetzt soweit, dass Lars Ricken auch offiziell vorgestellt wurde. Bei der Pressekonferenz im Signal Iduna Park zusammen mit Hans-Joachim Watzke saß er da auf dem Podium und dem Präsidenten Reinhold Luno. Und für uns war unter anderem mein Kollege Dirk Krampe dabei. Dirk, welchen Eindruck hat Lars Ricken auf dich gemacht? Er war sehr selbstbewusst. Da ist er eigentlich auch für bekannt, dass er schon auch weiß, was er kann, dass er sich das auch zutraut. Das hat man deutlich gespürt. Er war aber auch demütig und voller Vorfreude, glaube ich, kann man sagen. Das war, glaube ich, so das hervorstechendste Merkmal von ihm. Man hat ihm deutlich angemerkt, wie sehr es ihn ehrt, auch diese Position jetzt ausfüllen zu dürfen und wie sehr er sich auch freut auf diesen Job. Mhm. Er hat gesagt, seit 1991 ist er quasi Angestellter von Borussia Dortmund, erst als Spieler, dann später im Nachwuchsleistungszentrum als Chef, dann irgendwann als Direktor im Nachwuchsleistungszentrum sogar befördert worden. Aber allein, dass er aus Dortmund kommt und lange hier arbeitet, reicht dir nicht als Qualifikation. Was ehrt ihn oder was qualifiziert ihn dafür? Ja, das hat er genau so auch gesagt. Also das wird dann allein nicht reichen, die hohe Identifikation mit diesem Verein. Ja, er ist trotzdem, und das kann dann, glaube ich, auch nicht schaden, er ist trotzdem natürlich einer, der sich zu 100% mit dem Verein identifiziert. Und was ihn, glaube ich, befähigt, ist tatsächlich, dass er eigentlich den Weg von der oder den Job von der Pike auch aufgelernt hat. Er ist, wie du es gesagt hast, er war erst ganz normal Spieler, dann ist er in diesen Managementbereich reingerückt, war im Nachwuchs sehr, sehr erfolgreich und er hat es auch so formuliert, wenn man heute sieht, wer auf den Geschäftsführerposten sitzt in den Bundesliga-Vereinen, sind das viele, die auch früher Profi waren, die früher im Nachwuchsbereich gearbeitet haben, weil er sagte, da habe ich im Prinzip 5 Jobs auf einmal gemacht. Da war ich Sportdirektor, da war ich Pädagoge, da war ich der mit den Eltern reden musste, da musste ich Verträge aushandeln und da musste ich die Mitarbeiter einstellen und das Ganze zusammenhalten. Also er hat auf vielfältige Art und Weise natürlich schon gelernt, Verantwortung zu übernehmen und er hat natürlich sehr, sehr erfolgreich gewirkt. Ich glaube, Borussia Dortmund ist bis auf 2014 in den Jahren, wo er verantwortlich war, immer mindestens mit einer Mannschaft deutscher Meister geworden im Nachwuchsbereich. Und das ist natürlich schon eine Visitenkarte, die sich sehen lassen kann. Und ja, Aki Watzke hatte ihn lange auf dem Zettel, hat er gesagt, und hat auch immer gespürt, dass es einer ist, der vielleicht noch mal mehr Verantwortung übernehmen kann. Und jetzt war es soweit. Mhm. Die Jugendabteilung, das Nachwuchsleistungszentrum, ist die größte Sparte beim BVB, aber natürlich ist der Profibereich noch mal eine ganz andere Nummer. Mhm. Welche Aufgaben nimmt sich Lars Ricken vor und was hat er für eine Mission dabei? Ja, ich glaube, die wichtigste Aufgabe ist tatsächlich, das ganze Konstrukt zusammenzuhalten und natürlich in eine erfolgreiche Zukunft zu führen. Das sagt sich jetzt natürlich so, das will natürlich jeder. Aber er hat sehr oft von Kommunikation und Vertrauen gesprochen. Er hat davon gesprochen, dass er seine Aufgabe auch darin sieht, andere unter sich wachsen zu lassen, sprich ihnen Verantwortung zu geben. Und das Ganze war so ein bisschen, stand so ein bisschen unter dem Arbeitstitel, das ist alles keine One-Man-Show, sondern wir müssen als Team vernünftig funktionieren. Und er sieht sich da so als übergeordnete Instanz, die auch dafür sorgen muss, dass Stimmung gut ist, dass das Zusammenarbeiten eben gut funktioniert und alles diesem einen Ziel eben unterzuordnen, sprich den BVB erfolgreich für die Zukunft aufzustellen. Und er hat da, glaube ich, klare Vorstellungen. Er hat jetzt auch schon in den ersten 2 Wochen sehr, sehr viele Gespräche geführt mit allen Verantwortlichen, die demnächst auch ihm zuarbeiten sozusagen. Und er hat jetzt gesagt, das macht ihn sehr optimistisch, der Start. Und das wird sich natürlich dann auch irgendwann mal erst herausstellen, wie das dann auch einer Belastungsprobe mal standhalten kann. Aber zumindest hat er klare Ideen und ich schätze ihn auch so ein, dass er auch diesen Weg unbeirrt gehen wird. Das heißt, wenn es dann irgendwo Konflikte gibt und jemand zieht nicht mit, dann muss man sich vielleicht auch anders orientieren. Ob das so kommt, hat Johann Watz gerade gesagt, er hofft sehr, dass dieses neue Dreigestirn aus Ricken, aus Mislintat und aus Sebastian Kehl, dem Sportdirektor, dass das gut miteinander funktioniert und gut arbeiten kann. Er sieht sehr, sehr große Chancen. Natürlich muss man gucken, wie es dann auch im Alltagsgeschäft läuft, wenn dann mal vielleicht eine Durchstrecke da ist oder wenn auch mal unterschiedliche Meinungen sind. Aber auch daran kann man ja wachsen. Mhm. Wie ist dieses Dreigestirn, wie du es genannt hast, einzuordnen? Da hast du Ricken, der quasi jetzt Kehl überspringt. Da kommt Mislintat zurück, der lange Jahre erfolgreich beim BVB gearbeitet hat und nimmt quasi das Filetstück von Kehls Aufgaben, die Kaderplanung, so ein bisschen aus dessen Aufgabengebiet heraus. Wie zuversichtlich bist du, dass dieses Dreigestirn auch funktioniert und konstruktiv miteinander arbeitet?
Ja, ich glaube, da müssen wir nicht drum rumreden. Es wird schon sehr stark auch darauf ankommen, wie Sebastian Kehl sich eingliedern kann in diese neue Führungstroika, würde ich jetzt mal sagen. Hat natürlich schon auch einen großen Verantwortungsbereich gehabt. Vielleicht war es dann auch an der einen oder anderen Stelle zu viel. Vielleicht waren es zu viele Projekte, die auf einmal er auch angehen wollte. Er war ja sehr ehrgeizig, hat auch viel schon bewegt. Wenn du mal siehst, dass zum Beispiel das Thema Verletzungen jetzt dieses Jahr keine große Rolle spielte, das ging eigentlich, es ist deutlich zurückgegangen. Das ist sicherlich auch darauf zurückzuführen, dass man in der Prävention so ein bisschen sich verbessert hat, dass man in der Kommunikation untereinander sich verbessert hat und in der Diagnostik, Analyse und so weiter. Also für ihn wird, glaube ich, schon noch auch genug Arbeit bleiben. Und Kaderplaner heißt bei Mislintat natürlich, dass er so in der Anbahnungsphase die Vorschläge unterbreitet. Und Kehl ist jetzt nicht aus der Verantwortung raus, sondern er wird am Ende mit Ricken zusammen natürlich auch noch das entscheidende Wort haben. Aber es ist natürlich schon die zentrale Figur, ist Sebastian Kehl. Wie kann er sich in dieses Konstrukt einpassen? Denn seine Ambitionen waren ja auch klar. Er hätte gerne diesen Job auch bekommen. Und von daher muss man schauen, wie das dann in der täglichen Arbeit auch funktioniert. Ja. Bisher Geschäftsführer Sport und damit verantwortlich war Hans-Joachim Watzke. Der hat diesen Teilbereich abgegeben, ist aber ja noch bis Ende kommenden Jahres auf jeden Fall Vorsitzender der Geschäftsführung und auch weiter für die Bereiche Personal und Kommunikation verantwortlich. Und hat gesagt, so aus dem Sportlichen würde er sich dann rausziehen und die Jungs mal machen lassen. Wie schätzt du die Position und die Interpretation dieser Position vielleicht bei Hans-Joachim Watzke ein? Ja, er hat gesagt, er wäre zum Beispiel für das Budget dann logischerweise zuständig. Er würde den Rahmen vorgeben und in diesem Rahmen kann sich natürlich dann diese Führungsmannschaft auch selbstständig bewegen. Ich glaube schon, dass er natürlich auch seine Expertise mit einbringen wird, dass ja, vielleicht wird er auch mal zum Telefonhörer greifen und wird dann sagen, Lars, du wolltest mich doch bestimmt gerade mal fragen, was ich von diesem Transfer halte. Ich sag dir das jetzt mal. Ja, so salopp gesagt wird er sich natürlich nicht ganz rausnehmen. Also dafür ist er natürlich auch eine prägende Figur gewesen und seine Meinung ist ja auch geschätzt. Also ich glaube schon, dass wir ihn im Hintergrund natürlich sehen werden. Mal gucken, er hat immer gesagt, wenn er aus der kompletten Verantwortung raus ist, also spätestens im Oktober 2025, dann werden wir ihn auch seltener hören. Ob er das dann durchhalten kann, mal schauen. Er wird natürlich auch gefragt werden, weiterhin. Das ist ja ähnlich wie in München bei Uli Hoeneß. Und ja, der exponiert sich dann ja noch ab und zu schon mal. Ob es Watzke dann anders macht, werden wir sehen. Aber ich glaube schon, dass er erkennt, dass er natürlich auch eine lange Leine lassen muss, dass er die neue Führung eben auch machen lassen muss und auch eigene Wege gehen lassen muss, dass er also nicht sich da permanent einmischen kann. Ich glaube schon, dass diese Erkenntnis bei ihm da ist und ja, interessant wird es dann wahrscheinlich tatsächlich erst, wenn es mal nicht läuft. Wie gehen wir dann mit einer Krisensituation um? Und dann ist es natürlich auch eigentlich fahrlässig, wenn man seinen Rat nicht sucht, weil er hat natürlich auch schon einige Krisen durchgemacht. Ja, ja. Nun sehen wir Lars Ricken, Sven Mislintat, zwei, die auch lange mit und für den BVB gearbeitet haben, durch und durch den Verein mit anderen Positionen, sind da Jahrzehnte an schwarz-gelber Erfahrung dabei. Mhm. Ist es immer nur gut in deinen Augen, dieses schwarz-gelbe DNA im Haus zu haben? Bräuchte es manchmal auch ein bisschen frischen Input von außen? Oder ist gerade das auch ein Qualitätsmerkmal und ein Zeichen von Stärke, dass der BVB eben sich auch im Managementbereich die Talente heranholt? Schwer zu sagen, das hängt vom Erfolg ab. Ne? Das ist ja dann immer so, wenn es funktioniert, sagt man, ja, das hat natürlich uns total geholfen, dass alle die BVB-DNA haben. Wenn es nicht funktioniert, sagt man, okay, vielleicht war das hinderlich, vielleicht hat man zu sehr im eigenen Saft geschmort. Vielleicht hätte es eine Expertise von außen mal gebraucht. Ich finde es schon mal wichtig, dass jetzt auch so ein Mislintat zum Beispiel, der war in Amsterdam, der war in Stuttgart, der hat auch schon mal an anderen Orten gearbeitet und kann jetzt vielleicht mal von, oder hat dann von außen auch drauf geguckt und kann jetzt auch mal vielleicht seine Erfahrungen von dort so ein bisschen einbringen. Am Ende errichtet es immer der Erfolg. Also alle Methoden, die man anwendet, sind ja erfolgsabhängig sozusagen in der Bewertung. Und ich finde es nicht schlimm oder ich finde es auf keinen Fall als ein Nachteil. Aber ich hätte jetzt auch gesagt, vielleicht hätte man mal von außen jemanden dazu holen sollen. Ob das in irgendeiner Form vielleicht sogar auch noch passiert, in Form des externen Beraters, wenn der dann vielleicht mal nicht Matthias Sammer heißt, weiß man alles nicht, keine Ahnung. Aber ich glaube, es ist natürlich auch schon wichtig, wenn du in so einer Position jemanden hast, der ein Gefühl für den Verein hat. Also wenn du jetzt einen externen Geschäftsführer Sport installierst, der noch gar nicht weiß, wie tickt Borussia Dortmund,
kann das natürlich zumindest am Anfang auch erstmal zu Reibungsverlusten führen. Und so hast du, glaube ich, zumindest eine gewisse Kontinuität und du hast trotzdem auch neuen Input, weil natürlich Lars Ricken aus einer ganz anderen Funktion kommt und bislang ganz andere Aufgabenfelder hatte. Von daher wird er, glaube ich, schon auch ein bisschen neuen Schwung da reinbringen, obwohl er den Verein so gut kennt. Also Kontinuität und neuer Schwung, das sind zwei der Hoffnungen, die mit der Person Lars Ricken verbunden sind, der seit dem 1.5. als Geschäftsführer Sport beim BVB firmiert und jetzt heute offiziell vorgestellt wurde. Alles rundherum zu diesem Thema und alles, was die schwarz-gelben Herzen wissen müssen, findet ihr auf ruhrnachrichten.de und in unseren Social-Media-Kanälen. Bis die Tage.